Ja, Leila. Ich kenne Leute, subhanallah, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die den Koran auswendig gelernt haben. Und fast die ganze Familie. 10 Kinder und fast alle können den Koran auswendig. Weil wir brauchen uns nichts vorzumachen. Auf jede Schwester, mashallah, die vielleicht jetzt hier oben heute ist, wo die Hijab trägt, kommen 10 Schwestern, die draußen im Minirock rumlaufen, weil die Erdogan. Und auf jeden Bruder, der hier betet, kommen 10 Brüder, was heißt Brüder, Muslime, die nicht beten. Ich treffe einen Jugendlichen, einen Marokkaner, 14 Jahre, Wallahi, Wallahi, der kann die Schahada nicht machen. Der kann die Schahada nicht machen. Wie soll ich einen Muslim nennen, der die Schahada nicht machen? Achi, 14 Jahre, Bruder, wo sind die Eltern, Achi? Achi, mein Sohn, der ist 3, der kann die Schahada. Alhamdulillah. MashaAllah. Bruder, das kann jeder, die Schahada. Meine Mutter kann die Schahada. Meine Schwester kann die Schahada, Achi. Und dieser Junge wächst 14 Jahre in einem sogenannten islamischen Haus auf, der kann die Schahada nicht. Geschweige denn das Gebet. Fatiha, du wirst für deinen Sohn gefragt werden, Achi. Uchti, du wirst gefragt werden. Es gibt nichts Kleineres als zu sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Geschweige denn verstehen, was ist mit dem Kopftuch? Das Problem ist immer, man hat immer das Gefühl im Kopf, ja, okay, Kopftuch, das wird dem Kind schon so eingebläut. Ja, wenn du mal 20, wenn du mal geheiratet hast, dann kannst du Kopftuch haben. Und was passiert natürlich? Ist ganz klar, was passiert. Dieses Mädchen wird diese Bestätigung bekommen. Ja, tanz mal, komm mal, dies geht mal, das geht. Und durch diese Bestätigung, sie gewinnt etwas, als allererstes, was sie erstmal, vielleicht worauf sie stolz ist, was sie gar nicht geben will. Und als zweites, sie kriegt Scham davor, sich das Kopftuch anzuziehen. Das Kopftuch ist was Ungewohntes, das andere ist was Gewohntes. Wenn du eine Frau siehst, die ihr Leben lang schon Kopftuch anzieht, boah, wenn sie das Kopftuch auszieht, oder ein paar Jahre, die fühlt sich leer. Da kannst du niemals, da kannst du kein Geld geben, die kann ich auf die Straße geben. Weil die dieses Gefühl kennt davon. Aber die das Gefühl nicht kennt, die geht immer weiter weg davon. Und deswegen muss man früh anfangen mit dieser Sache. Warum? Einen jungen Baum, wie ich eben schon gesagt habe, muss man ein bisschen stützen, ein bisschen schützen. Ansonsten wächst der rum. Und wenn du ihn dann wieder gerade ziehen willst, dann ist deine Tochter schon in der Disco auf der Säule am Tanzen. Ich habe wirklich das Gefühl, als wenn man Angst hat, den Islam zu zeigen. Subhanallah. Brüder, glaubt es mir, in einer Moschee, wo ich jedes Mal bin, da ist Tag der offenen Moschee, da kriege ich am Tag der offenen Moschee von Leuten, die in dieser Moschee sind, von Jugendlichen Anruf, sag ich, wo bist du? Hier ist Tag der offenen Moschee. Da wird mir nicht Bescheid gesagt, dass der Tag der offenen Moschee ist, weil diese Leute Angst haben, dass jemand zu den Kuffar kommt und denen sagt, tretet komplett in den Islam ein. Dann wollen die mit denen lieber eine Marmor- und Teppichbeschauung machen. Das ist der Teppich, den haben wir aus der Türkei importiert, der kostet so und so viel 1000 Euro und das ist der Marmor, weil die Angst haben, dass jemand sagt, der Islam ist die Wahrheit. Aber wovor hast du Angst? Was ist der Schlüssel davon? Der Schlüssel davon sind zwei. Shahadatay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wo sehen wir das heute? Geh mal raus und siehst. La ilaha illallah. Und dann fährt er mit dem Cabriolet rum. Hört sich die Musik an. Ja, und es gibt viele Leute heute, die sagen, wir sind Muslime. Und die sagen, la ilaha illallah, aber die haben es nicht verstanden. Weil wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, das Mädchen muss auf der Arbeit das Kopf rausziehen, da sagt der Vater, nein! Was, du willst jetzt die Arbeit kündigen, weil du das Kopftuch nicht anziehen darfst auf der Arbeit? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie sollst du denn Geld verdienen? La ilaha illallah. Subhanallah. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und den versorgt er von so, wo er es nicht gedacht hätte.
Mensch, schul deine Tochter weg von der Arbeit. Nächste Woche heiratet die einen guten Muslim, Alhamdulillah. Nein, die muss erstmal hier. Ich weiß nicht, welche Krankheit das ist. Das ist irgendwie so die Krankheit, mit der hat man sich eindeutig hier in Deutschland angesteckt. Die Frau muss erstmal die Ausbildung zu Ende schaffen. Ansonsten kann die nicht mit Wallahi. Ansonsten, ja, du musst erstmal die Ausbildung machen. Das heißt, du sagst, nee, Religion erstmal nach hinten, erstmal die Ausbildung. Hey Bruder, wenn, subhanallah, wenn Allah will, dass deine Tochter den Job verliert, die wird ihn jetzt im Moment verlieren. Mensch, wer kann das gegen Allah ausrichten? Wisst ihr, was die Kuffar gesagt haben? Die sagen, Allah, wer versorgt dich von Himmel und Erde? Und wer hat Macht über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Und wer legt alle Angelegenheiten? Was sagen die Kuffar? Die Quraysh, was sagt Abu Lahab? Die im Feuer der Jahannam sind. Allah! Und was sagen wir? Der Arbeitgeber. Mensch, vergiss den Arbeitgeber! Bruder, wo ist der Tawakkul? وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Wo ist Vertrauen auf Allah? Ach, deine Tochter wird heute ohne Kopftuch zur Arbeit gehen. Und morgen wird sie Michael oder Stefan oder Peter oder Klaus kennenlernen. Und die wird dann irgendwo in Buxtehude wohnen. Und was weiß ich, A'udhu Billah, in seiner Leben bis zu ihrem Lebensende. Und Achi, du bist dafür verantwortlich. Ya ayyuha alladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran. O ihr, der glaubt, hütet euch selber und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind.